Ja, von mir auch nochmal einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung, danke, dass ich hier heute sprechen darf. Und noch mehr erfreut es mich natürlich, dass so viele Niedersachsen hier sind. Der Kollege Bothe, der Kollege Hampel, der ja heute noch etwas zur Außenpolitik sagen wird in diesem deutschen Staat und zu dem vermutlich schlechtesten Außenminister, den wir jemals hatten. Und freut mich auch, dass so viele Niedersachsen hier unter den Zuschauern sind. Ja, unsere Streitkräfte. Ich möchte da einen großen Bogen schlagen. Ich möchte da einmal anfangen. Und zwar, Sie erinnern sich alle, es ist ja heute auch schon angeklungen, die Stunde 0, 1945, der Krieg war zu Ende, es hat alles neu begonnen. 1949 wurde die NATO gegründet, das ist die große Klammer, die uns immer noch zusammenhält. Ich bin zwar kein Transatlantiker, aber ohne die NATO hätte es in Europa keinen Frieden gegeben. Dann 1955 die Gründung unserer Streitkräfte. Und man muss dazu sagen, jeder, der zurück in die Geschichte blickt, unsere Streitkräfte wurden aufgebaut durch Menschen, die vorher in einer anderen Armee gedient haben. Und das war, ja, ungebrochen eine, zumindest militärisch gesehen, der besten Armeen, die es in der Welt gab. Olli sagt eben nach der LVA, ja gut. Und wie haben sich unsere Streitkräfte, wie hat sich unsere Bundeswehr, wie hat sich das alles entwickelt, das möchte ich Ihnen heute mal ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, wir sind eingebettet in den Wertekanon der NATO und nach 1955 waren die Streitkräfte noch da, wo sie hingehört haben, nämlich in die Mitte der Gesellschaft. Es gab die Wehrpflicht, jede Familie hatte mindestens ein, zwei, drei Söhne, die in den Streitkräften gedient haben, die auch noch lange genug gedient haben in diesen Streitkräften und diese Personen wurden auch noch geformt durch die Streitkräfte, durch unsere Bundeswehr. Dort wurde ihnen noch etwas mitgegeben, dort wurde ihnen noch Manneszucht mitgegeben. Natürlich hat man ihnen auch eine wohldosierte Brutalität mitgegeben, die man braucht für den Soldatenberuf, wenn man denn überstehen will, wenn man in den Verteidigungskampf zieht, wenn man in den Kampf zieht. Und über all die Jahrzehnte ist das nach hinten abgeflacht. Wenn ich selbst auf meine Dienstzeit zurückblicke, ich war 8 Jahre lang Soldat, ein Jahr meines Lebens habe ich im Kosovo verbracht. Dort hat man mich hingeschickt, da möchte ich aber gleich im Anschluss auch noch drauf kommen. Und schon zu meiner Zeit war es so, dass man aufpassen musste, was man sagt und vor allen Dingen zu wem man es sagt, weil dann hat man mit einem Bein schon im vordisziplinaren Bereich gestanden, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass man entweder in der Bundeswehr nicht weiter vorangekommen ist oder sogar aus den Streitkräften entlassen wurde. Und dieses Bild hat sich gerade auch unter einer Ursula von der Leyen, die ja das Pendant zu Herrn Maas ist, also sie war die schlechteste Verteidigungsministerin, die wir je hatten, und erlauben Sie mir schon mal die Bemerkung, sie ist durch eine noch schlechtere Ministerin abgelöst worden, durch AKK. Jeder von Ihnen weiß, diese Frau soll Bundeskanzlerin werden, und nachdem Frau Ursula von der Leyen weggelobt wurde in das Europaparlament, hat sie diesen Posten bekommen. Nicht, weil sie so gut ist, nicht, weil sie so viel Ahnung hat von dem Job, den sie macht, sondern sie hat einfach einen Platz im Kabinett gebraucht, um ihren Machtanspruch zu definieren, unseren Streitkräften, unserer Bundeswehr, unserem Land, unserem Volk. Wird das nicht zum Vorteil gereichen, das sage ich Ihnen jetzt schon mal voraus. Jeder von Ihnen kennt noch Karl Theodor zu Gutenberg. Das ist der Herr, der eine Doktorarbeit geschrieben hat, die gar keine Doktorarbeit war und der dann nachher gehen musste. Unter seiner Ministerschaft ist 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt worden. Das ist einer der größten Fehler, die in Bezug auf unsere Streitkräfte, auf unsere Bundeswehr je gemacht worden sind. Warum? Das möchte ich Ihnen jetzt auch sagen. Denn erstens, wie ich es eben schon gesagt habe, hat die Wehrpflicht dafür gesorgt, dass eine Bindung zwischen dem Volk, zwischen der Gesellschaft zu den Streitkräften wirklich noch vorhanden war, weil jeder dienen musste, es sei denn, er hatte besondere Gründe, dass er dies nicht getan hat, sei es Gewissensgründe oder dass er halt aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht dienen konnte. Das war schon mal das Erste. Das Zweite war, natürlich ist jeder Deutsche auch der natürliche Verteidiger des eigenen Landes, seines Vaterlandes. Auch das hat man damit aufgebrochen. Und alleine, was das bewirken kann, das haben Sie ja zu Beginn unserer Veranstaltung da drüben gesehen, was sich da drüben gesammelt hat, oder wenn es zu unseren Parteitagen geht, wenn all diese Leute durch die Streitkräfte, durch eine vernünftig geführte Bundeswehr gelaufen wären, dann hätten wir, glaube ich, nur ein Drittel dieser Bagalugen, die dann unsere Räumlichkeiten dementsprechend immer belagern und versuchen wollen zu verhindern, dass wir etwas machen. Also Sie sehen, schon dahingehend wird es auch gebraucht. Natürlich brauchen wir auch die Wehrpflicht, um aufwachsen zu können. Denn was passiert denn in einem Verteidigungsfall für alle, die
gedient haben, trage ich hier Eulen nach Athen. Denn die Reservekräfte, die müssen aufwachsen, die müssen in die aktiven Teile hineinwachsen und stellen dann quasi das Kontingent, was uns verteidigt, während die aktiven Truppen schon im Kampf stehen. Sie verteidigen quasi unsere Heimat und sind die sogenannte Reserve. All das ist heute nicht mehr gegeben, liebe Freunde. Und wir haben Souveränität, wir haben unser Volk, unser Vaterland, das Staatsgebiet, es wurde schon mal bemüht heute. Wir sind nicht mehr in der Lage, unsere Heimat, unser Deutschland zu verteidigen. Wir sind am Rande der Verteidigungsfähigkeit. Egal, was Ihnen aus dem Ministerium oder von Frau Merkel erzählt wird, sollten wir jetzt angegriffen werden. Es gibt keine bessere Zeit, wenn irgendjemand vorhat, Deutschland jetzt zu überrollen, dann sollte er das jetzt tun, weil wir am Rande unserer Verteidigungsfähigkeit stehen. Und wie will man das ändern? Ich sagte es, wir brauchen die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Dafür plädieren wir auch, dafür reicht eine einfache Mehrheit im Bundestag. Sie wurde nie ausgesetzt. Sie hören jetzt die Diskussion um eine sogenannte Dienstpflicht. Ich sage dazu aber ganz klar, als erstes muss die Wehrpflicht wieder eingesetzt werden und dann kann man darüber diskutieren, ob dann obendrauf noch die Dienstpflicht für die sogenannten Blaulichtorganisationen, für die Altenheime, für die Krankenhäuser und Ähnliches gesattelt wird, um dann diese Verschleierung fortzuführen, dass nämlich auch die Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten unter 14 Jahren Angela Merkel, und das ist ja ein Kernthema von Stefan Bothe, unseren Sozialstaat an die Wand gefahren hat und man ja sagen muss, die müssen ja quasi diese Dienstpflicht herbeibetteln, damit sie diese Posten überhaupt besetzen können, damit jeder von uns gepflegt werden kann, damit er im Krankenhaus versorgt werden kann oder damit ein KRKW noch vorfahren kann, wenn irgendetwas mit uns ist und dann abgeholt werden kann. Das ist der Hintergrund hinter dieser Dienstpflicht. Nichts anderes ist es, liebe Freunde. Ja? Aber wir plädieren erstmal für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Was brennt mir besonders auf den Nägeln? Mit Geld kann man die materielle Lage einer Truppe in einer angemessenen Zeit wieder nach oben fahren. Und man kann mit Geld, und wenn man das richtig anfängt, auch die personelle Struktur, die Wehrpflicht habe ich wieder angesprochen, kann man auch wieder so hinbekommen, dass wir verteidigungsfähig sind. Wir reden, Sie lesen es in der Zeitung, von 205.000 Soldaten. Wir kommen mal von einer 500.000. Nach dem Kalten Krieg, nach der Wende, nach dem Mauerfall sind wir runtergeschrumpft. Sie lesen es immer auf 205.000. Es sind aber rein faktisch 186.000. Der Rest sind einfach Posten, die irgendwo auf dem Papier stehen und noch besetzt werden müssen. Also wir kommen von einer 500.000. Und dann, wenn Sie es noch mit dazu rechnen müssen, Olli hat es vorhin gesagt, von einer 250.000 NVA-Soldaten, die wir dementsprechend nach dem Mauerfall gehabt haben, und sind es gelandet bei 186.000. Was aber viel, viel schlimmer ist, das ist der innere Werteverfall. Das heißt, was in unserer Gesellschaft stattfindet mit Ehe für alle, Genderismus, die vielen Geschlechter, die es mittlerweile gibt und vieles, vieles andere, das hält ja auch Einzug in unsere Streitkräfte. Das heißt, nicht nur kämpfen können, auch kämpfen wollen, wie ich immer sage. Aber ich sehe immer mehr, auch bei meinen Truppenbesuchen, die ich mache, wie unsere Bundeswehr, wie unsere Streitkräfte von innen zersetzt werden. Das fängt ganz oben an, bei der Generalität. Ich sitze diesen Leuten im Verteidigungsausschuss immer gegenüber, die nicht mehr bereit sind, für ihr Handeln die Verantwortung zu übernehmen. In meiner Zeit, als ich Soldat war, und da kam Brigadegeneral, also einen goldenen Stern auf der Schulter, dann war das so etwas wie ein Gott für mich. Dann habe ich wirklich geglaubt, er trifft Entscheidungen im Sinne der Truppe, er setzt sich für die Truppe ein. Das ist quasi der erste Mann unserer Einheit, unserer Brigade, unseres Bataillons, wie auch immer, wie Sie das möchten. Heute weiß ich, dass das anders ist. Denn glauben Sie mir, diese Leute wissen alle, die haben das militärische Hintergrundwissen und wissen, was sie mit diesen Entscheidungen, die politisch getroffen werden, und die tragen die ja mit. Sie tragen das durch ihr Schweigen ja mit. Das sind nichts anderes als Lakaitels, ja, die ohne Not und ohne Grund diese Entscheidung mittragen. Und woran denken die? Die denken an ihre Pension, die denken an den Zapfenstreich, dass sie sich ein Lied aussuchen können und dass sie dann noch eine schöne Seite in der Zeitung kriegen. Und glauben Sie mir, wenn das alles beendet ist, dann entdecken sie das Vaterland, dann entdecken sie das Heldentum, dann werden sie laut, dann sagen sie, was in diesem Land falsch gelaufen ist. Das sind für mich Opportunisten und Feiglinge und keine deutschen Generäle. Was
Was wir brauchen, das sind wieder deutsche Offiziere, für die diese Werte noch etwas, noch, also für, wo die Werte noch für etwas stehen, wo man auch nach oben schauen kann und sagen, jawohl, das ist noch ein Mann, das Wort zählt. Dem Mann folge ich ins Gefecht und ich falle notfalls auch, weil ich daran glaube, dass er uns vernünftig führt, und glauben Sie mir, davon gibt es keinen mehr. Und ich kann Ihnen eins vorhersagen, sollte ich vielleicht mal in den Genuss kommen, dort Verantwortung zu übernehmen, dann wird der Wendlerblock leer gemacht, dann kommen die Leute weg und dann holen wir die Akten aus dem Keller, wo die Reiter drauf sind, und diese Leute werden auf die Posten gesetzt, und dann weiß ich, dann geht es mit den Streitkräften wieder vorwärts, weil dann geht es nur um Deutschland und dann geht es nur um unser Vaterland, liebe Freunde. Ich habe es eben gesagt, keiner ist mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und der Herr Bartels, der ist zwar von der SPD, das ist der Werbeauftragte, aber er hat es ganz klar formuliert, wir haben eine Erosion der Verantwortung in der Truppe. Niemand traut sich mehr, etwas zu machen. Und das ist ganz stark in den Wendlerblock, in das Verteidigungsministerium eingezogen unter Frau Ursula von der Leyen. Was hat Frau Ursula von der Leyen gemacht? Jeder, der nicht ihrer Meinung war, dem wurde ganz klar gesagt, kannst du jetzt aussuchen, ob du Rückgrat hast. Ich sagte es eben schon, Rückgrat haben sie nicht. Oder du machst das, was ich dir sage. Also es wird dort gekuscht. Und Sie haben ja auch gehört, Frau Ursula von der Leyen hat einen Untersuchungsausschuss, mit Verlaub, an ihrem Hintern. Und der Bundesrechnungshof hat jetzt schon festgestellt, wir reden circa von 2 Millionen, die jetzt schon festgestellt worden sind, die widerrechtlich vergeben worden sind. Und wir haben Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang des Jahres, kommt Frau Suda, das war mal die Sekretärin, die von ihr eingesetzt worden ist, und Anfang nächsten Jahres kommt die Ministerin auch selbst. Aber glauben Sie mir, es wird keine weiteren Erkenntnisse geben. Hunderte von Millionen sind in Beraterverträge gegangen, die Frau Suda mitgebracht hat, die von McKinsey kamen. Ja, diese Leute, die sie gebracht hat, waren nicht bei McKinsey, die waren in vielen, vielen anderen Organisationen oder haben mittlerweile ihre eigenen Firmen gegründet. Also selbst im Wendlerblock wird schon gekummelt. Ich möchte nicht Korruption sagen, aber Vetternwirtschaft ist, glaube ich, das Richtige. Und dass sowas mal in so einem Gebäude, in so einem Ministerium, also bei unseren Streitkräften stattfinden kann, hätte ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, dort herrscht Anstand, die haben noch ein bisschen Ehre und Ähnliches, aber das ist dort nicht mehr vorhanden. Und wie gesagt, wenn es soweit ist, werden wir das ändern. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Beispiele aus der Truppe geben, damit Sie auch wirklich mal sehen, wie es dort moralisch aussieht. Sie haben ja jetzt gesehen, wir haben Transgender-Soldaten, wir haben einen hochrangigen Transgender-Offizier, der sich als Frau dementsprechend fühlt. Ich sage immer, das kann jeder machen, wie er möchte. Wenn er das privat leben möchte, kann er das machen. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung jetzt, halte es aber für falsch, nach außen zu zeigen, dass wir so etwas in den Streitkräften leben. Gehen wir nach China, gehen wir nach Russland, gehen wir in andere Staaten dementsprechend. Wenn man sieht, dass diese Leute denen dort gegenübertreten, das ist doch nichts anderes als eine Einladung, dass wir hier ganz, ganz spätes Rom haben, dass wir hier schon sehr dekadent sind. Das ist doch nichts anderes als eine Einladung, uns zu überfallen und uns einfach militärisch nicht mehr ernst zu nehmen. Was anderes ist es doch nicht. Dann lassen Sie mich auch nochmal ansprechen, Frauen in den Streitkräften. Wieder auch nur meine persönliche Meinung. Wir haben eine Inklusion von Frauen in unsere Streitkräfte, das aber europaweit oder überwiegend in der westlichen Welt. Es gibt einen Herrn van Krefeld, der hat ein schönes Buch geschrieben, Pussycats oder nur bedingt verteidigungsfähig. Dieser Mann weiß, wovon er redet, er ist Militärhistoriker, er kommt aus Israel, und die israelische Armee steht nun nicht in den Ruf, eine der schlechtesten dieser Welt zu sein, sondern mit einer der besten zu sein. Ich muss nur Yom Kippur, 6-Tage-Krieg gegen die gesamte arabische Welt haben sie gesiegt. Und selbst er sagt, seitdem Frauen in die israelische Streitkräfte den Einzug gehalten haben, ist die Verteidigungsfähigkeit nach unten gegangen. Denn was zeigt denn, wenn überwiegend Frauen in den Streitkräften sind? Das symbolisiert doch eins, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen gar nicht mehr kämpfen. Das ist doch gar nicht mehr unsere Absicht, sonst würden wir die Frauen doch da gar nicht hinstellen. Mal ganz davon abgesehen, dass Frauen gar nicht körperlich dieselbe Leistungsfähigkeit bringen können für Männer. Es sei denn, wir schaffen ein Raster, wo wir sagen, die Frau muss weniger Leistung bringen als der Mann. Aber ich sage Ihnen eins, wenn wir im Gefecht sind, muss die Frau den Mann genauso tragen, wie der andere Kamerad das auch kann. Und wenn der Verwundete nicht geborgen werden kann, ja, was ist dann? Es passiert nicht. Oder was passiert anderen bei Männern? Wir sind einfach noch so gepolt, wie wir gepolt sind. Haben Sie eine Frau in Ihrer Gruppe, in Ihrer Einheit, die wird angeschossen, die wird gefangen genommen, und Sie müssen Angst haben, dass die vergewaltigt wird. Was machen Sie? Sie weichen von Ihrem Auftrag ab und versuchen, die Frau zu retten, die Frau zu beschützen und Ähnliches.
Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, deswegen bin ich persönlich gegen Frauen in Kampftruppen, Sanität, Verwaltung, Ähnliches. Da kann man drüber nachdenken, aber das ist auch eine grundlegende politische Diskussion, die wir wieder führen müssen. Wie gesagt, wir haben in unserer Gesellschaft ganz, ganz spätes Rom und auch in unseren Streitkräften. Wenn wir damit weitermachen, denn die Streitkräfte sind das Letzte, ist alles, was wir noch haben, für die äußere Sicherheit, aber auch für die innere Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist, die Bundeswehr kann schon im Inneren eingesetzt werden. Ich habe jetzt leider kein Grundgesetz dabei, deswegen kann ich es nicht genau wiedergeben, nur sinngemäß. Paragraph 87a Absatz 4, die Bundeswehr kann im Inneren eingesetzt werden unter gewissen Voraussetzungen, lesen Sie es bitte nach, zur Bekämpfung von bewaffneter Banden. Was ist damit gemeint? Mein Kollege Hampel hat da eine eigene Theorie zu, warum das mal eingesetzt wurde. Aber nehmen wir einfach mal, ich bringe immer den G20-Gipfel. Welcome to hell. 20.000 linke Chaoten, die in Hamburg waren. Alles, was wir an Sicherheitskräften zu bieten hatten, über Polizei, über Bundesgrenzschutz, die Bundeswehr war auch eingesetzt, aber nur um Liegenschaften zu bewachen und dort die Polizei auch wieder herauszulösen. Was hat man dort geschafft? Man konnte die politische Elite beschützen, man konnte aber nicht die Stadt, man konnte nicht das Volk beschützen. Die Straßen haben gebrannt, die Geschäfte wurden geplündert und in der logischen Konsequenz musste das Schanzenviertel ja, durch Sondereinheiten der Polizei im Häuserkampf geräumt werden. Das war der G20-Gipfel. Und jetzt stellen Sie sich vor, parallel zu diesem G20-Gipfel würden jetzt Clans, und Bernd Baumann hat es gesagt, unser parlamentarischer Geschäftsführer, davon haben wir 200.000 Mitglieder in Deutschland und die haben nicht nur Kochlöffel im Keller, die haben noch ein bisschen mehr. Und die würden parallel, Sie kommen ja alle von hier aus der Gegend, die wären in Essen, Dortmund, hätten die was gestartet oder in Berlin, die wären gar nicht mehr in der Lage gewesen, dieser Sache Herr zu werden. Dafür bräuchten wir unsere Streitkräfte. Wenn wir jetzt aber die Streitkräfte nehmen, schlecht ausgestattet, schlecht ausgebildet, personell unterbesetzt und was ich eben sagte, nicht nur kämpfen können, sondern auch kämpfen wollen. Was sollen wir denn dann machen in diesem Land, wenn unsere Sicherheitskräfte dieser Situation nicht mehr Herr werden? Dann ist die Bundeswehr unsere letzte Lebensversicherung und diese unsere letzte Lebensversicherung ist kaputt gespart und vor allen Dingen moralisch total verrottet und das müssen wir wieder ändern als Partei, als AfD. Ich weiß, Stefan sagt immer, Jens, du machst nur Verteidigung, Rente ist auch wichtig. Da sage ich immer, Stefan, ja, du hast recht, aber glauben Sie mir, es wird der Tag X kommen, dann brauchen wir starke Streitkräfte. Und ich glaube gar nicht mal so sehr, dass der Feind von außen kommen wird, sondern wir werden Probleme im Inneren bekommen und dann werden wir dankbar sein über eine starke Bundeswehr, die auch immer noch auf der Seite des deutschen Volkes steht. Sie haben es mitbekommen, Frau Ursula von der Leyen hat es angeschoben, ja, EU-Bürger sollten doch in die Streitkräfte. Und glauben Sie mir, alles, was die Regierung irgendwann andenkt und mal so in den Raum wirft, ja, das ist wie so ein Ball, den Sie aufs Spielfeld kicken, der wird irgendwann aufgenommen. Irgendwann wird das kommen. Und Sie merken ja jetzt auch schon, es gibt PESCO, für die schon mal gehört haben, das hat mit einer strukturierten Zusammenarbeit innerhalb der EU zu tun. Ja, das heißt, man möchte Projekte zusammen machen, man möchte die Zusammenarbeit zusammen machen. Aber soll ich Ihnen sagen, wo das hingeht? Wir haben es von Christian Blecks ja schon gehört. Die wollen den EU-Superstaat. Das ist in deren Köpfen ist das schon längst beschlossen. Und die logische Konsequenz ist dann eine EU-Armee. Und dann sind nicht mehr wir Deutsche mit dem Parlamentsvorbehalt, nicht mehr wir Abgeordnete, die unsere deutschen Soldaten irgendwo hinschicken. Dann ist es die EU, dann ist es irgendein Verteidigungsminister, irgendein zusammengewürfeltes Parlament, ob nun richtig oder falsch frei gewählt oder auch nicht. Die entscheiden, wo unsere Söhne und unsere Kinder in der Welt hingehen. Und am besten noch in den Interessen von Macron, dass er sie nach Nordafrika schicken kann, um seine alten Kolonialprobleme zu lösen. Das ist der Weg, den sie wollen. Und wir sagen nein, wir haben es gehört, wir brauchen starke Nationalstaaten und zu starken Nationalstaaten, da gehört eine starke Armee und nur deutsche Politiker, nur das deutsche Volk hat zu entscheiden, wo diese Soldaten hingehen, wann sie eingesetzt werden und gegen wen sie kämpfen. Sie sehen also, und damit möchte ich auch zum Ende kommen, wir haben viel zu tun, bleiben Sie alle standhaft, ich bleibe es, solange man uns lässt, werden wir dafür kämpfen und ich auch für starke Streitkräfte kämpfen, gerade weil ich Soldat war und ich weiß, wie viele Kameraden noch in den Streitkräften sind, die auch sagen, wenn ich hier meine Stimme erhebe, dann werde ich aus dem Dienst entfernt, dann werde ich versetzt oder kriege Probleme. Und glauben Sie mir, wie viele Leute mir auf die Schulter klopfen, wenn ich durch die Kaserne gehe, wenn gerade nicht der Vorgesetzte, der Bataillonskommandeur dabei ist, wie viele mir dann sagen, Herr Kästner, bitte machen Sie weiter, geben Sie nicht auf, wir brauchen Sie. Und damit möchte ich auch enden, wir brauchen Patrioten, wir brauchen Deutschland, wir brauchen unsere Heimat, bleiben Sie standhaft. Dankeschön.